Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch. Ja, zum neuen Odin war einkaufen, sind nur zwei Sachen. Warte, ich mach mal, ne, erstmal machen wir so. So, das erste ist das ältere deutsche Frontalbum, was ich mir geholt habe, war auch mit Audio-Rip-Funktion, also ich habe die CD geholt und habe es gleichzeitig auch in meiner Amazon Music Bibliothek. Hätte ich auch so machen können. Ja, warum? Fragen auch mal viele, warum kaufe ich mir die CD? Ich kaufe mir auch MP3s bei Amazon. Aber die hat hier 1 Euro oder 2 Euro mehr gekostet. Und dafür habe ich eine CD und die MP3-Version. Und da habe ich gedacht, 2 Euro mehr, nimmst du halt die Version. Ja, Mausi ist auch kamerageil gerade, wie ihr seht. So, und dann habe ich ja euch versprochen. Ich wollte eigentlich nicht. Aber wir haben hier einen Karton. Und ein Katzenpo, so wie es aussieht. So, im Karton ist Papier. Und in diesem Karton ist noch ein Karton. Habe ich auch schon aufgemacht. Ich habe schon mal kurz reingelugt. Und in diesem Karton ist noch ein Karton. Ostgold. Kann man das sehen? Ostgold? Ja. Ja. Ich habe eins von 3.333 Stück gehört mir. Ich habe auch die Mountain. Habe ich ja auch schon als Limited Edition. Ne, Limited war das nicht, als große Edition. Wo mir leider mein Wimpel abhandengekommen ist, weil der im geklauten Auto ist. Also wenn einer von euch das alte Album Mountains hat und die große Box hat und den Wimpel nicht braucht, ich würde mich freuen, wenn ihr den nicht wollt, ich kaufe euch für ein paar Euro ab. Ich möchte diesen gerne wieder haben für das Auto. So, und jetzt packen wir den einfach mal aus. So, vielleicht nenne ich es auch nicht Odin war einkaufen. Vielleicht nenne ich es wirklich mal hier Deutsche Frontalbum auspacken. Ich weiß es noch nicht. So, machen wir. Ne, so sieht es schöner aus, wenn wir den Goldbarren da hinten backen. So, wir haben auch hier wirklich so einen Goldbarren als Karton. So, dann haben wir einmal die CD. Gucken wir uns auch gleich noch an. Einen Flaschenöffner zum Anhängen. Ein Feuerzeug. Irgendeinen Zettel. Oh, das kriege ich hier gar nicht raus, oder? Doch, schräg. Das Album, also Fotoalbum. Das Poster. Und den Schein. So, das werden wir gleich alles wieder reinpacken. Wir wollen uns das erstmal nur angucken. Ach, und als erstes habe ich hier da, wie ihr seht, auf Amazon Music freigeschalten bekommen. Das war heute früh schon. Wo ich aufgestanden bin, habe ich es gleich reingemacht. Und ich muss sagen, das Album ist sehr geil. Das hieß ja erst, ich habe in der Nacht eine Nachricht noch gekriegt, das Album kommt erst Samstag, also Zustellung Samstag, wobei eigentlich heute gesagt war und das ist bei heute dann aber Gott sei Dank geblieben. Und heute früh, wo ich wach geworden bin, habe ich eine E-Mail gesehen, hier jetzt schon verfügbar für dich, Blasüls, MP3-Version und die läuft jetzt halt schon die ganze Zeit. So, und dann haben wir hier halt, ich weiß noch nicht, wo ich es hinmachen werde. Ostgold. Ah, sieht man es ja, Ostgold. Vielleicht auch so einen Bilderrahmen holen. Vielleicht, ich muss mal gucken, wie wir das am besten machen. Das braucht einen schönen Platz. Oder ich lasse es aber erstmal in der Box drin. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie war das. So war das und so war das. So, dann haben wir hier das Echtheitszertifikat. Deutsche Front Ostgold. Diese exklusive Box enthält... Dann steht halt alle drin, was da drin enthalten ist. Dieses Zertifikat, dass der Boxset offiziell Limited Edition ist. Was? Dies zertifiziert, dass die Box, ach so, dass dies exklusiv limitiert ist, bla bla bla, exklusiv präsentiert von. Und da kann ich nicht sehen, da ist unten in so ein, ach so, da oben, D Totenkopf R.
Und hier unten steht es dann halt auch nochmal drauf. Ostgold, Deutsche Front ist halt hinten. Und vorne dann halt so, dass das eine Limited Edition ist. Die soll auch fortlaufend nummeriert sein. Ich habe jetzt hier keine Nummer zu sehen. CD1 und 2. Ich weiß auch nicht, ob bei der normalen Deutsche Front CD, die man kauft, ob da auch zwei CDs mit bei sind. Da habe ich mich nicht mit... Lokalbastard, Stunde 0. Oh, Maschine, Ostrock. Oh, geil, das ist auf der zweiten. Rummelsnuff, nicht genug. Oh, da muss ich nachher mal reingucken. Hier stehen auch Ostgold Tour 2020. Hier stehen die Touren drauf, wo sie sind. 2020. Wir machen die einfach mal auf. Weil hier steht jetzt nicht drauf, welche Nummer ich habe. Bei Amazon stand drin, die ist fortlaufend nummeriert. Wir haben hier noch einen kleinen Zettel. Ein Serviceheft. Von, ich habe keine Ahnung, HT Service Center in Hamburg, Atomic Service, ich habe keine Ahnung, was die sein sollen. So, packen wir das mal aus. Das Heft gucken wir uns auch gleich noch an. So. Ich werde aber auch das aufheben, einfach nur wegen der Vollständigkeit halber. So, und jetzt müssen wir gucken. Wir haben jetzt hier ein schönes Pappalbum. Da sind zwei CDs drin. Ich muss auch mal gucken. Gucken wir gleich mal nach, ob... So, hier haben wir das Heft. Ostgold. Hier stehen dann die Lieder drin. So, Label, Musik, gut. So, CD1, unten runter nichts, nur eine nackte Häuserwand. CD2 auch nichts, nur eine nackte Häuserwand. Ich mache die aber mal gerade rein. Jetzt gucken wir auf der Rückseite. Also die gibt es beim EMP, gibt es die wohl auch, so wie es aussieht. Aber hier steht immer noch keine Nummer. Wir gucken auch gleich mal weiter. So, dann haben wir hier das Feuerzeug. Das sieht so aus. Ich hoffe, ich muss euch mal ein bisschen näher ranholen, das sieht kacke aus. So. So. Das ist das Feuerzeug. Auch wie so ein Goldbahn. Ist auch ganz schön schwer. Hier steht dann schwarz, gold, deutsche Front drauf und so Wellenlinien. Erinnert mich an den DDR, mit den Wellenlinien erinnert mich an DDR-Feuerzeug, was mein Vater damals hatte. Auch Gold mit so komischen Wellenlinien, aber kleiner. Gold 999,9 und an der Seite auch Gold mit einer Blume. So, mal gucken, wie das hier aufgeht. Irgendwo wird es ja aufgehen. Ach so, hier. Der geht dann gleich auf. Okay. Wir können es auch nachbefüllen. Ach so, das ist von Atomic. Die haben das wohl hergestellt. Jetzt weiß ich, warum das Atomic-Ding da drin ist. Wir können hier haben eine Stellschraube für Plus, Minus und zum Nachfüllen. So. Dann haben wir hier noch einen Schlüsselanhänger. Ist auch in dem, aber da werde ich die Folie noch drauf lassen, weil ich werde jetzt so in die Packung wieder reinmachen. Das Folie drumherum noch extra, dass da nichts zerkratzt. Da ist der Schlüsselanhänger. Der ist ein bisschen, ja, ist halt Plastik. Also da habe ich eher Angst, dass es abbricht. Und da steht ein deutscher Front.
Und hier auch dann halt Gold und so. So, können wir euch mal wieder zurückpacken. So, dann haben wir hier noch ein Heft. Ich muss mal gucken, ob, warum das, irgendwo muss das ja stehen. Also bei Amazon stand es, dass das ganze Bundle, deswegen habe ich es ja jetzt eigentlich schon im Dezember dann vorbestellt, ihr habt nach dem letzten, also nach dem Stream, wo ich es gesagt hatte, habe ich noch überlegt und dann habe ich gedacht, ach scheiße, ja, machst das. 88 bis 2019 steht da noch dran. Und so. Ach, hier sind so alte Fotos von ihm mit bei. Ist ja geil. Das ist ja cool. Von den anderen Bandmitgliedern auch. Ha! Den Pullover hatte ich auch. Den hier. Den hatte ich auch. Da stand Yes drauf mit der USA-Fahne. Oder Yes? Was stand da drauf? Ich weiß es nicht mehr genau. Ist schon 30 Jahre her. TT. Ach, hier mit der Pullamme. Das ist cool gemacht, muss ich sagen. Maxi. Finger, saufen und Bon. Ach ja, was haben wir noch? Hier sind sie alle drauf. Ach, hier hat er ein Broilers-T-Shirt so hier an. Nee, The Bot Drops. Ist geil gemacht. Also ist wirklich cool gemacht. Delitzsch. Kenne ich auch. Ach, hier sind sie alle drauf. Das neuere Bild. Bandshooting Leipzig. Ist cool gemacht. Also für Fans wirklich geil. Hier sind so Trabi-Bilder mit bei. Ich möchte halt jetzt nicht alle zeigen, weil das ist auch cool. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit Rechten und so. Also nicht die Rechten, sondern Rechte. Ja? Wie mit den Rechten aussieht an diesen Bildern und so. Deswegen nur ab und zu was. Oh, hier sind beim Live-Auftritt Magdeburg, Dresden, Nürnberg, Bremen, Osnabrück. Oh, hier sind wir mit einer DDR-Fahne, Deutsche Front. Ostfront. Ist auch geil. Also ist echt cool gemacht. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Hier steht nichts, hier steht nichts, hier auch nicht, hier auch nicht. Hier steht nur Deutsche Front. Ach, hier steht's drauf. Fortlaufend nummeriert, ne? Ist ja toll. Ich hätte dann eher gedacht, dass es hier mit drauf steht, aber hier an der Seite steht's drauf. Ich habe die Version 1010. 1010. Cool. Ich habe jetzt keinen Stift mit bei. Muss ich denn die Tage, werde ich das mal handschriftlich selber noch hier mit drauf schreiben, dass ich, falls mit dem Karton mal was ist oder der Edding sich verwäscht, dass das dann halt vernünftig kommt. Wir werden jetzt aber noch mal schnell, Moment. Noch mal schnell gucken. Nicht, dass er sagt hier, stimmt nicht. Also wir haben hier jetzt auf der CD, also wenn ihr die MP3-Version kauft, sind jetzt hier 15 Lieder mit drauf. Also wenn ihr die CD habt. Hier sind 21. 16, 17, 18, 19, 20. Hier sind 21 sind mit bei. Nicht genug ist mit Rummelsnuff. Mein Leben mit Neo ist auch mit bei. Martin Kiesitsch, Die Welt, Streichholz und Benzin, Diese Welt,
Streichholz und Benzin mit Stunde 0. Dann lokale Bastarde, Lokalbastards, Worte wie Gift, genau. Und der Osten rockt mit Maschine. Ist auch mit bei. Und dann haben wir hier noch das 15. Lied, ist auch featuring Maschine, was bleibt. 14 ist auch mit Maschine, der Osten rockt featuring Maschine. Also sind 3 Lieder mit Maschine mit bei. Geile Sache. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Na? Was bleibt Featuring Maschine? Ach, das werden wir gleich mal alle drin drehen. Also im Großen und Ganzen ist es eine echt schöne Box. Mach euch mal wieder ein bisschen zurück. Ostgold, wir haben einen Goldklumpen. Ich kriege euch mal nach unten, damit ihr sehen könnt. Ich werde jetzt alles wieder einräumen. Dadurch, dass ich sie ja bei Amazon als MP3 habe, kann ich sie mir als MP3 gleich runterladen. Ist ja gleich bei mir in meinem Musikordner drin. Dann kann ich mir dann auf den Stick machen für das Auto. Also brauche ich die jetzt nicht zerkratzen oder irgendwie, wenn ich sie jetzt drin mache. Deswegen kann die da gleich drinnen bleiben. Wie gesagt, das Cover hebe ich mir auch auf. Wir machen aber erstmal hier wieder alles einräumen. Damit das hier nicht abhanden kommt. Das Feuerzeug brauchen wir auch nicht. Den Goldklumpen brauchen wir nicht. Das packen wir alles hier schön ein, damit das da schön in Sicherheit ist. So, das Cover wegen Orofim, das kann ich alles wegschmeißen. So, und ich habe die Version 1010. Und dann kann ich mir die so schön gucken, dass ich sie auf den Schrank stelle oder so. Ich weiß noch nicht, wo ich sie hinpacken werde. Auf jeden Fall schön gemacht, auch hier oben mit Goldsche Front und mit dem Kompass hier. Ostgold bzw. Goldscher Front steht ja an der Seite. Sehr schön gemacht. Eine schöne Box. Wirklich sehr, sehr schön und gelungen. Hab's nicht bereut, dass ich sie gekauft habe. Muss ich so sagen. Da bin ich auch fast durch jetzt mit den Hören. Die kamen auch erst gestern an. Ich habe die MP3-Version ja auch schon gehabt, aber ich bin nicht dazu gekommen, da vorher schon mal reinzuhören. Also haben sie mir auch gleich beim Kauf die MP3-Version freischalten. Dann konnte ich 1-2 Lieder hören. Aber hier ging es halt ein bisschen und runter und drüber, deswegen bin ich nicht dazu gekommen. Jetzt habe ich alle Goldsche Front. Außer die ersten beiden fehlen mir auf echte CD. Aber so als MP3 in meiner Amazon Musikbibliothek habe ich alle von Goldsche Front, alle 4 Stück. Ruinen, Mountain, dann Deines Glückes Schmied, Ostgold und wie hieß die andere? Ich weiß es nicht mehr. Da war noch eine. Ruinen und dann kam noch eine und dann kam erst Mountain. Und Mountain hat ja auch die Doppel-CD. Da singen sie dann noch, du hast den Farbfilm vergessen und so weiter. Ein Muss, also das ist geil. Von Goldsche Front gesungen, du hast den Farbfilm vergessen oder alles nur geklaut. Es hört sich so geil an. Es hört sich einfach nur geil an. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Der hat doch eine geile Stimme, der Typ. So, dann soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.